Hallöchen, einmal kurz Nachtrag. Lunte, dein Kommentar sehe ich leider nicht. Den hast du anscheinend wieder gelöscht. Ich habe mal nach dem Dings gegoogelt, nach dem FM7222, weil der sitzt tatsächlich drauf. Dazu muss ich jetzt hier einmal kurz umschalten. Ja, und ich habe mir auch das Datenblatt jetzt da mal rausgesucht und die benutzen hier fast identische Layout. Hier ist aber kein R1 und R1B, R1A. Da habe ich nur einen Widerstand mit 500 und was sind das? 564 sind dann 56 Kilo. Kommt das hin? 270 mal 270 sind 540 Kilo. Das sind hier 560 Kilo, die sie drauf haben als ein Widerstand. Der eine Widerstand fällt weg, der ist nicht da, der eine ist da. Der ist ein. Wie genau dieser Trafo das macht, ich weiß es nicht. Oder dieses IC das macht, ich weiß es nicht. Wo war das hier? Da ist das Ding. Ich weiß nicht, wie sich das Ding mit der Spannung verhält. Wie das Ding weiß, welche Eingangsspannung und was er hier am Trafo machen muss und am Ausgang. Wie das da eingebaut wurde, wie. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, für mich ist diese Platine Schrott und Müll. Die Elko-Beinchen hätte ich isoliert und eine Zugentlastung wäre auf alle Fälle nötig gewesen. Weil man die Kabel bewegen kann beim LED tauschen, wie auch immer. Man weiß ja nicht, was wird dann noch passiert. Also ich würde sagen, nein. Also, dass ich jetzt weiß, wie das IC arbeitet, wie der Schaltplan ist, ja okay, aber trotzdem ist für meine Verhältnisse, nein, will ich nicht bei mir in eine Wohnung einbauen, so wie es ist. Wäre mir ein bisschen zu unsicher. Und ob das wirklich ein CE-Zeichen verdient hat, das mag ich echt bezweifeln, das glaube ich nicht. Gut, nur mal kurz als Nachtrag.